Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Auf diesen Fall bin ich wegen Regina Rick gestoßen, die auch hier wieder einmal Verteidigerin war. Und zwar geht es um den Todesfall von Rudolf Rupp. Dieser hat sich im Oktober 2001 in Oberbayern ereignet und er gilt als einer der bizarrsten Fälle in der jüngeren Kriminalgeschichte. Warum? Das werdet ihr gleich hören. Und zwar geht es um den Landwirt Rudolf, genannt Rudi Rupp, der 1949 geboren wurde. Und für Rudi Rupp ist dieser Freitag, der 13.2001, ein Tag bzw. ein Abend wie jeder andere Abend auch. Der Bauer aus Neuburg an der Donau fährt mit seinem Mercedes zur Gaststätte des örtlichen Sportvereins BSV. Er setzt sich an den Stammtisch, allerdings ein wenig abseits wie immer. Gesellschaft leistet Rudi keiner. Zu oft ist er direkt vom Stall ins Wirtshaus gestolpert und hat sich dann in Latzhose und Gummistiefeln dorthin gesetzt und, ja, wie kann man sagen, vor sich hingedünstet. Und Rudi trinkt selbst für bayerische Verhältnisse viel und mit steigendem Alkoholpegel wird er dann streitlustig. Und deshalb setzt sich auch selten jemand zu ihm. 8 große Weißbier und eine Schachtel Zigaretten lässt er an diesem Abend anschreiben. Und gegen 1 Uhr morgens wankt er dann aus der Kneipe und klemmt sich schätzungsweise mit 2,5 Promille hinters Lenkrad. Beim Ausparken rammt er einen Blumenkübel. Und es ist das letzte Mal, dass der 52-jährige Leben gesehen wird. Ab diesem Zeitpunkt bleiben Rudi und sein Mercedes erst einmal verschwunden. Rudi galt als Tyrann, der seine Familie gedemütigt hat, wann immer es ging. Er war rechthaberisch, herrschsüchtig und eben ein Trinker. Der Hof, auf dem die 4-köpfige Familie und ein Verlobter einer Tochter leben, war komplett heruntergewirtschaftet und die Familie hoch verschuldet. Der Hof befand sich in der Schulhausstraße 32. Und das letzte Geld soll Rudi in Kneipen versoffen haben. Die Arbeit auf dem Bauernhof blieb liegen. Und kurz vor seinem Verschwinden jagte Rudi seinen Schwiegersohn ins Spe, Matthias, vom Hof. Und daraufhin soll die Familie nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt den Plan geschmiedet haben, Rudi zu ermorden. Seine Frau Hermine meldet Rudi als vermisst. 2 Jahre lang passiert nichts, außer dass die Menschen dort im Dorf getratscht haben. Man erzählte sich, die Familie habe den Rudi im Misthaufen verbuddelt. Oder den Hunden, einem Schäferhund, 5 Dobermännern und einem Bullterrier zum Fraß vorgeworfen. Und im Januar 2004 steht die Polizei dann plötzlich mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür. Der Hof ist verwahrlost und es gibt keine Spuren, dass Rudi auf dem Gelände zu Tode kam. Doch bei Vernehmungen auf der Polizeiwache gestehen Hermine, seine Ehefrau, die beiden Töchter und der Verlobte der Älteren, den Bauern getötet zu haben. Alle 4 sind minderbegabt, haben einen Intelligenzquotienten zwischen 50 und 70. Im Detail schildern sie später, wie sie den 52-Jährigen in jener Nacht, als er besoffen auf den Hof zurückkam, angeblich getötet haben. Eine Schilderung des Geschehens stammt von Matthias. Bei einer Vernehmung gestand er das Verbrechen und in der Nacht auf den 13. Oktober 2001 kam Rudi, wie so oft, betrunken nach Hause. Also da ist leider mal wieder unklar in den Quellen, ob er am Freitag, dem 13. trinken gegangen ist oder ob das am Donnerstag, dem 12. war und er dann laut Angaben seiner Familie am Morgen des Freitag, dem 13. zurückgekommen ist. Matthias schilderte das Ganze so. Er und die 3 Frauen haben ihm aufgelauert, also dem Rudi. Und der 21-jährige Matthias erschlug das Opfer dann mit einer Holzlatte. Seine Verlobte Michaela, deren Schwester Andrea und die Mutter Hermine hätten ihn dabei angefeuert, während er Rudi den Schädel einschlug. Am Tag darauf hätten die 4 die Leiche mit Messer, Axt und Säge zerteilt, die Teile zerkocht und den 7 Hofhunden zum Fraß vorgeworfen. Von der Leiche haben die Ermittler nichts gefunden. Und der Anklageschrift zufolge hat Matthias den Schädel des Opfers zerkocht, zerschlagen und unter den Stallmist gemischt.
und ein ahnungsloser Bauer vom Nachbarhof soll die Überreste auf seinen Äckern verteilt haben. Die Polizei hat zwar dort 150 Knochenteile gefunden, aber die stammten eindeutig von Tieren, nicht von Rudi. Ja, und in dieser Quelle steht dann wieder, dass die Ehefrau Hermine Rudi am 14. Oktober 2001 als vermisst gemeldet hat. Sie erzählte den Polizisten, dass er nach einem Kneipenbesuch nach Hause gekommen sei und sein Auto auch verschwunden sei. Und vor seinem Geständnis hatte Matthias dann in einer früheren Vernehmung behauptet, Rudi sei betrunken die Kellertreppe heruntergefallen und es sei zu einem Streit gekommen und seine Frau habe ihn dann erschlagen. Der Tote sei dann mit seinem Auto in einem Weiher versenkt worden. Doch trotz intensiver Suche haben die Ermittler auf dem Hof keine Spuren eines solchen Geschehens gefunden. Ja, und dann kam es natürlich eben dementsprechend da zur Gerichtsverhandlung und da hatte Matthias sein Geständnis widerrufen und schwieg, wie auch die anderen Angeklagten. Und der Verteidiger von Matthias, Rainer Korbel, sagte, er bestreite die Tat begangen zu haben. Und die Richter stellten sich auf einen mühsamen Indizienprozess ein. Und schon kurz nach Beginn des Prozesses wurde die Verhandlung für mehrere Tage unterbrochen. Denn erst kurz vor dem Prozess hatten die Rechtsanwälte Zugang zu psychologischen Gutachten über die Schuldfähigkeit aller Angeklagten erhalten. In Befragung durch einen Gerichtsarzt sollen die Beschuldigten teils neue Angaben gemacht haben. Und die Anwälte wollten sich dann in der Sitzungspause gründlich in die Gutachten einlesen, um dann mit den Angeklagten zu beraten, ob sie zu Geständnissen bereit sind. Eine Sache, die dann auch noch zum Vorschein kam, war, dass die Töchter bei Befragung durch einen Landgerichtsarzt angegeben haben, vom Vater sexuell missbraucht worden zu sein. Und am zweiten Verhandlungstag schilderte ein Polizeibeamter dann Details aus dem mittlerweile widerrufenen Geständnis des Verlobten. Als es um die Einzelheiten ging, war das auch für einen Ermittler mit langjähriger Erfahrung schockierend, sagte der Kriminalist vor der Jugendkammer. Der junge Verlobte hatte zunächst gestanden, das Opfer unter Anfeuerungsrufen seiner Freundin Michaela, deren Schwester Andrea und der Mutter Hermine ermordet zu haben. Der Angeklagte war nach seinen eigenen Angaben sehr betrunken. Und am Tag darauf hätten die vier dann die Leiche mit Messerachs und Säge zerteilt, die Teile zerkocht und den sieben Hofhunden zum Fraß vorgeworfen. Der vorsitzende Richter Sittka konfrontierte den Ermittler mit dem Vorwurf des 21-Jährigen, er habe nur aus Angst vor Misshandlung gestanden. Auf die Frage, ob das stimmt, antwortete der Polizist mit Nein. Die Angeklagten blieben auch heute dabei, vor der Jugendkammer nicht auszusagen. Der vorsitzende Richter hatte den Frauen in Aussicht gestellt, bei einem Geständnis im selben Gefängnis untergebracht zu werden. Dann kam man natürlich zu der Frage, wenn Rudi dort ermordet und zerteilt wurde, warum es denn überhaupt keine Spuren gibt. Und da sagte ein Rechtsmediziner, sowohl die Tötung als auch die Zerlegung von Rudi könnten relativ unblutig abgelaufen sein. Nach Reinigungsmaßnahmen musste man keine Spuren finden, heißt es in den Gutachten. Auch die Tatsache, dass keine DNA-Spuren am mutmaßlichen Tatort gefunden wurden, sei nicht ungewöhnlich. Es wird wahrscheinlich zu einer nicht spritzenden Blutung gekommen sein. Die Schilderungen des Angeklagten zum Todeskampf des Opfers, zum Ablauf und zur Dauer der Leichenzerstückelung beurteilte der Rechtsmediziner als weitestgehend stimmig. Es ist nichts dabei, das völlig an der Sache vorbeigeht, aber ich würde mehr Details erwarten, fasste der Gutachter am Rande der Verhandlung dies zusammen. Erfahrung mit der Hausschlachtung von Tieren würde in jedem Fall ausreichen, um eine anatomisch korrekte Beschreibung einer Leichenzerkleinerung abzugeben, auch wenn diese erfunden sei. Unstimmig bleibt laut Gutachten das Fehlen von Knochen, die der Angeklagte im Misthaufen vergraben haben soll. Und von diesen Knochen müssten zumindest Rückstände übrig bleiben. Die früheren Angaben des Tatverdächtigen gelten als das wichtigste Indiz der Anklage. Sachbeweise dafür gibt es allerdings nicht. Und am 13. Mai 2005 verurteilte das Schwurgericht am Landgericht Ingolstadt Rupps Ehefrau und den Ex-Freund einer der Töchter Matthias wegen Totschlags zu je 8,5 Jahren Haft. Die Angeklagten hatten gestanden, Rupp in seinem Haus in Heinrichsheim erschlagen, zerstückelt und an die auf dem Hof lebenden Hunde verfüttert zu haben.
Diese Geständnisse hatten sie allerdings noch vor Prozessbeginn widerrufen. Die beiden zum Zeitpunkt von Rupps Verschwinden 15 und 16 Jahre alten Töchter wurden zu 2,5 bzw. 3,5 Jugendstrafe wegen Beihilfe durch Unterlassen verurteilt. Laut dem Urteil des Schwurgerichts lauerte Matthias dem aus dem Wirtshaus nach Hause zurückkehrenden Rudi Rupp im Treppenhaus auf und schlug ihm hinterrücks mit einem Vierkantholz ins Genick. Rupps Ehefrau und seine beiden Töchter hätten den jungen Mann dabei angefeuert und das wehrlose Opfer mit obszönen Schimpfwörtern bepöbelt. Auch Rupps Ehefrau soll nach Ansicht von der Staatsanwaltschaft und Gericht ihrem Ehemann mit der Latte auf den Kopf geschlagen haben. Und die Töchter sollen auf ihren am Boden liegenden Vater eingetreten haben. Im Keller schlugen Matthias und seine Verlobte angeblich dem noch lebenden Rupp mit einem Hammer die Schläfe ein. Am nächsten Morgen zerlegten sie laut Urteil den toten Bauern mit einem Messer, einer Säge und einer Axt. Matthias hatte in seinem Geständnis geschildert, wie er dann den Körper des Bauern Rudi Rupp zerteilt hat. Details kann ich jetzt hier leider nicht nennen, aber ich habe euch die entsprechende Quelle als Link hinterlegt. Da könnt ihr das dann noch einmal detailliert nachlesen, wenn ihr wollt. Das Urteil stützte sich bei diesen Feststellungen ausschließlich auf die widerrufenen Geständnisse der Angeklagten. Trotz intensiver Bemühungen der Ermittlungsbehörden waren keine forensischen Beweise für dieses Tatgeschehen gefunden worden. Also, die Personen haben die Tat gestanden, haben die Tat widerrufen und wurden vor Gericht gestellt. Es stand fest, dass die, wenn ich so ausdrücken darf, etwas minder bemittelt waren von ihrer geistigen Kompetenz. Auch wenn dies wahrscheinlich von dem einen oder anderen jetzt wieder kritisiert wird, diese Wortwahl. Also, die haben gestanden und haben das Ganze widerrufen. Es gab keinerlei Spuren auf dem Hof. Und dann wurde es interessant. Denn im Februar 2009 wurden oberhalb der Staustufe Bergheim zwei Autos in der Donau geortet und dann am 10. März 2009 geborgen. Und eines der Fahrzeuge gehörte dem verschwundenen Rudi Rupp, der Mercedes 230E. Und seine sterblichen Überreste befanden sich auf dem Fahrersitz. Die Leiche war natürlich durch Fischfraß teilweise skelettiert, ansonsten aber vollständig und wies keinerlei Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt hindeuten würden. Sie war noch bekleidet mit einem karierten Hemd und in seiner Hosentasche fand man D-Mark-Münzen. Dass der Tote erschlagen worden war, das konnte ausgeschlossen werden. Denn seine Schädelknochen sowie Rumpf und Wirbelsäule sind dem Gutachten des Rechtsmedizinischen Instituts München zufolge völlig unverletzt. Eine anatomisch nachweisbare Todesursache kann nicht festgestellt werden. An Rupps Leiche wurden keine Spuren von Gewalteinwirkung festgestellt und laut chemisch-toxikologischem Gutachten waren auch keine Spuren von Gift oder Tabletten gefunden worden. Damit war völlig unklar, woran er gestorben ist. Und obwohl dadurch erwiesen war, dass wesentliche Teile der vom Schwurgericht in seinem Urteil getroffenen Feststellung nicht stimmen konnten, lehnte die Justiz ein Wiederaufnahmeverfahren zunächst ab. Am 9. März 2010 gab das Oberlandesgericht München schließlich doch den Wiederaufnahmeanträgen der Verteidigung statt. Am 25. Februar 2011, alle Verurteilten waren mittlerweile nach Verbüßung von 2/3 ihrer Freiheitsstrafen aus der Haft entlassen worden, sprach eine Kammer des Landgerichts Landshut die Angeklagten frei. Und Hermine Rupp zog nach der Freilassung in eine betreute Wohneinrichtung. Das Gericht zeigte sich trotz des Fehlens einer plausiblen Tathypothese aber weiter davon überzeugt, dass einer oder mehrere der Angeklagten den als Tyrann geltenden Landwirt getötet hatten und schlossen einen Unfall oder einen Suizid aus. Es lasse sich lediglich nicht feststellen, wer für den Tod verantwortlich sei. Aber da stellt sich die Frage, wie kommen dann die Geständnisse zustande mit all den Details? Da heißt es, die Angeklagten waren über weite Teile der Vernehmung ohne jeden rechtlichen Beistand. So betonte es der Verteidiger Wittmann. Psychologen hätten bei Hermine Rupp außerdem einen IQ von 53 festgestellt. Und auch die Intelligenz des Angeklagten Matthias und der beiden Töchter liegt weit unter dem Durchschnitt. Sie waren den Polizeibeamten sozusagen ausgeliefert.
Wie oft bei falschen Geständnissen habe es auch in diesem Fall 3-4-stündige Vorgespräche ohne Anwalt gegeben, die protokolliert wurden. Matthias behauptete später, ihm sei von der Polizei Gewalt angedroht worden. Nur deshalb habe er ein falsches Geständnis abgelegt. Vermutlich spielte auch ein gewisser Druck bei den Ermittlern eine Rolle. 3 Jahre lang hatte die Polizei nach dem vermissten Landwirt gesucht, mehrfach aufwendige Suchaktionen nach dem Auto gestartet und dann die Festnahme der Angehörigen Anfang 2004 als Erfolg gefeiert. Die kriminaltechnischen Untersuchungen stützten allerdings bereits vor dem ersten Prozess die Annahme, dass etwas an den so umfassenden Beschreibungen nicht stimmen konnte. Denn nicht die winzigste Spur belegte, dass auf dem verwahrlosten Hofgelände ein derartiges Gemetzel stattgefunden hatte. Weder Blutspuren noch Knochenreste wurden gefunden. Aber auch dafür fanden die Richter des Landgerichts Ingolstadt ja eine Erklärung, die die detailreichen Falschgeständnisse fast noch überbot. Da hieß es ja, es ist jedoch auch möglich, schrieben sie im Urteil, dass der Angeklagte eine Entsorgung der Leichenteile gewählt hat, die aus seiner subjektiven Sicht noch furchtbarer ist als das Vergraben der Leichenteile im Misthaufen und die er aus diesem Grund nicht angeben konnte. Hierbei denkt das Gericht zum Beispiel an die Möglichkeit, dass der Angeklagte die restlichen Leichenteile an die Schweine verfüttert haben könnte. Und der Kammer ist bekannt, dass Schweine Allesfresser sind und auch die restlichen Leichenteile samt Knochen fressen würden. Warum das furchtbarer sein soll, das hat einfach damit zu tun, da die Schweine letztendlich als Teil der menschlichen Nahrungskette vom Menschen gegessen werden. Und hierbei besteht die Möglichkeit, dass die Schweine sogar von der Familie selbst gegessen worden sind. Und so erklärte es das Gericht, warum von Rudi nichts mehr gefunden wurde. Die Polizei hatte auch Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Ermittler die angebliche Tat mit den Beschuldigten auf deren Hof nachstellen. Und obwohl sich die Aussagen massiv widersprachen und teilweise geradezu gegenseitig ausschlossen, weckte dies offenbar keine Zweifel. Das urteilende Gericht nahm vielmehr zulasten der Angeklagten alle einzelnen Aussagen als wahr an und verknüpfte sie dann zu einem durchgängigen Tatgeschehen. Und Henning Ernst Müller, Professor für Strafrecht an der Uni Regensburg, sprach nach der Analyse der Videoaufzeichnung der Tatrekonstruktion von inquisitorischen und suggestiven Fragen. So kann man niemanden vernehmen. Und trotzdem wurde den letztlich Freigesprochenen vom Landgericht Landshut die Haftentschädigung mit der Begründung verweigert oder gekürzt, sie sei wegen ihrer falschen Aussagen selbst schuld an der Verurteilung. Die ungeklärten Umstände des Zustandekommens der Geständnisse spielten dabei dem Gericht zufolge genauso wenig eine Rolle wie der Umstand, dass die Geständnisse noch vor dem Prozess widerrufen worden seien. Beim Oberlandesgericht München und beim Bundesverfassungsgericht hiergegen eingereichte Beschwerden blieben erfolglos. Im Jahr 2015 wurde eine Beschwerde gegen die Verweigerung der Haftentschädigung durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als unzulässig verworfen. Und dieser Fall löste auch ein entsprechendes Medienecho aus. Im März 2012 sprachen Spiegel Online und das Fernsehmagazin Spiegel TV von einem Justizskandal und erhob Anschuldigungen gegen die Justiz. Die Geständnisse der beschuldigten Angehörigen seien unter Druck zustande gekommen. Ein Beitrag der Frontal 21 Sendung vom ZDF am 30. Juli 2013 zog Parallelen zum Justizskandal Horst Arnold und zur Causa Gustl Mollat, die ebenfalls als Justizskandale gelte. Dem in der Nähe von Neuburg an der Donau ansässigen Schrotthändler Ludwig H. war von der Kriminalpolizei die Beseitigung von Rudolf Rupps verschwundenen Mercedes vorgeworfen worden. Er saß deswegen 2004 5 Monate unschuldig in Untersuchungshaft. Die Verhörmethoden der Polizei bei Ludwig H. waren Jahre später Gegenstand eines gegen ihn geführten Strafprozesses. Im Wiederaufnahmeverfahren gegen die 4 verurteilten Personen im Fall Rudi Rupp hatte H. 2010 als Zeuge vor dem Landgericht Landshut geschildert, wie er seinerzeit von einem Beamten der Ingolstädter Kriminalpolizei bedrängt worden war, seine Beteiligung an der Tat zu gestehen. Der Vernehmungsbeamte habe ihm damals seine Dienstpistole mit den Worten »Wir können auch anders. Es geht um Mord. Da dürfen wir alles« an die Schläfe gehalten, als sich Ludwig H. geweigert hatte, das Vernehmungsprotokoll zu unterschreiben. Die Staatsanwaltschaft Landshut klagte ihn daraufhin 2002 vor dem Amtsgericht Landshut wegen falscher Verdächtigung an, ohne die Vorwürfe von Ludwig H. überhaupt geprüft zu haben.
In seinem Plädoyer in der Hauptverhandlung bezeichnete Hubert K., der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, den Angeklagten Ludwig H. als Abschaum der Menschheit und forderte eine Haftstrafe von 20 Monaten ohne Bewährung. In der Süddeutschen Zeitung von 2012 geht man da nochmal etwas konkreter drauf ein. Er wurde ja, also der Schrotthändler, wegen falscher Verdächtigung angeklagt und wurde dann vom Landshuter Amtsrichter Bernhard Suttner freigesprochen. Und zwar wurde der Schrotthändler wegen Verleumdung gegenüber den Polizeibeamten angeklagt. Der Richter sagte, er habe begründete Zweifel daran, dass der Angeklagte den Polizisten zu Unrecht verdächtigt habe. Mit anderen Worten, ist es durchaus denkbar, dass der Polizist den Schrotthändler wirklich mit der Waffe bedroht hat. Wenn drei Polizeibeamte als Zeugen auftreten und übereinstimmende Aussagen machen, dann hat der Angeklagte in der Regel keine Chance. Dieses Verfahren allerdings war so reich an Absonderlichkeiten, dass Amtsrichter Suttner aus dem Staunen nicht herauskam. Denn der Schrottplatz des Schrotthändlers wurde durchsucht und der Ingolstädter Oberstaatsanwalt Christian Fee hat diesen Schrottplatz dann nicht von normalen Ermittlern durchsuchen lassen, sonderbarerweise von der Wasserschutzpolizei. Der Sinn dieser Maßnahme kam dann bei der Vernehmung des Schrotthändlers zutage. Die Wasserschutzpolizei hatte zwar keine Spur des gesuchten Autos, aber dafür, wie erwartet, etliche Umweltdelikte entdeckt, unsachgemäß gelagerte Schadstoffe und dergleichen. Als die Vernehmung des Schrotthändlers dann nicht zum gewünschten Erfolg führte, schlug Oberstaatsanwalt Fee einen Deal vor. Ein Geständnis in der Mordsache darf er entgegenkommen bei den Umweltdelikten. Er biss aber nicht an und musste das mit 8.000 Euro Geldstrafe büßen. Hier in diesem Artikel von der Süddeutschen heißt er dann übrigens nicht Ludwig H., sondern Heinrich H. Ich gehe aber mal davon aus, dass er Ludwig H. heißt. Amtsrichter Suttner hielt dem Oberstaatsanwalt in seiner Urteilsbegründung einen ganzen Sündenkatalog vor. Er habe einen Tatverdächtigen als Zeugen vernommen und ihm damit seine gesetzlichen Rechte vorenthalten. Er habe pflichtwidrig die Vernehmung nicht selbst geleitet, sondern sie drei Polizeibeamten überlassen. Und er habe den Zeugen mit Vorwürfen unter Druck gesetzt, die mit den Ermittlungen im konkreten Fall nicht das Mindeste zu tun haben. Auch die drei Polizeibeamten, die ihn damals vernommen hatten, hinterließen vor Gericht einen verheerenden Eindruck. Eine Kriminalhauptkommissarin sagte, sie habe dem Zeugen einen besonders harten Stuhl hingestellt, damit er unbequem sitze. Ihr Kollege K., der angeblich die Pistole gezückt hatte, weigerte sich hartnäckig anzugeben, mit wem er seine dienstliche Stellungnahme zu dem Vorfall abgesprochen hatte. Der Polizeibeamte sei haarscharf an einer Falschaussage vorbeigeschrammt, sagte der Amtsrichter Suttner. Und auch Hubert Krapf, der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft, musste sich einiges anhören. Er hat den Angeklagten in seinem Plädoyer als Abschaum der Menschheit bezeichnet. Ein solches Wort hat in einem Gerichtssaal nichts, aber auch gar nichts verloren, so rügte ihn der Richter. Es ist zu begrüßen, dass endlich ein Richter klare Worte gefunden hat, kommentierten die Verteidiger von Ludwig H., und zwar Regina Rick und Klaus Wittmer. Eigentlich müsste die Justiz jetzt Ermittlungen gegen die beteiligten Polizeibeamten und die zuständigen Staatsanwälte einleiten. Das war der Fall von Rudi Rudolf Rupp. Und hier sieht man, wie teilweise dann auch die Polizei und Richter und Staatsanwalt zusammenarbeiten, um ja einen Erfolg vermelden zu können. Ich meine, gerade bei Menschen mit einem verminderten IQ, einem deutlich verminderten IQ, also der Normalwert liegt bei 100 und die hatten alle zwischen 50 und 70, muss man eben besonders vorgehen. Das heißt, diese Leute sind natürlich dann auch komplett mit solchen Vernehmungen überfordert. Und das hat man natürlich wunderbar ausgenutzt und hat ihnen nicht rechtzeitig Rechtsbeistand zur Seite gestellt. Aber dann Zeugen zu bedrohen mit einer Waffe, diese an die Schliefe zu halten, das geht gar nicht. Und sich dann noch ein anderes Opfer zu suchen, weil man genau weiß, da gibt es Umweltdelikte und ihn dann damit unter Druck zu setzen und sagen, okay, wir ziehen da jetzt ein bisschen zurück, dafür gibst du dann das zu, kommst du am Ende günstiger raus.
Darum sollte man auch nicht jeden Tatverdächtigen, wenn es keine entsprechenden Hinweise oder eine vernünftige Indizienkette gibt, direkt als Täter bezeichnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!